Ist Ihnen das klar? Ja, Sir. Ist Ihnen das klar? Glasklar. Danke, Danny. Ich liebe Washington. Verzeihen Sie, ich habe Sie noch nicht entlassen. Was war das eben? Ich habe mein Verhör noch nicht beendet. Setzen Sie sich. Colonel. Was war das? Ich würde es zu schätzen wissen, wenn er mich mit Colonel oder Sir anredet. Ich glaube, ich habe das verdient. Die Verteidigung wird den Zeugen mit Colonel oder Sir ansprechen. Verflucht, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Einheit hier führen. Und der Zeuge wird das Gericht mit Herr Richter oder Euer Ehren anreden. Ich bin mir sehr sicher, dass ich es auch verdiene. Setzen Sie sich. Colonel. Und worüber wollen wir jetzt reden? Über meine Lieblingsfarbe? Colonel, der 6-Uhr-Flug war der erstmögliche vom Stützpunkt? Ja. Es gab also keinen Flug 7 Stunden früher, der dann um 2 Uhr auf der Andrews Base angekommen ist? Lieutenant, ich denke, der Punkt ist abgeschlossen, nicht wahr? Euer Ehren, dies sind die Logbücher der Towerchefs sowohl von Guantanamo Bay als auch der Andrews Air Force Base. Das Guantanamo-Logbuch weist keinen Flug auf, der um 11 Uhr abging, und das Andrews-Logbuch keinen Flug, der um 2 Uhr dort ankam. Ich beantrage die Zulassung als Beweisstücke Alpha und Bravo. Ich verstehe das nicht. Sie präsentieren Beweise für einen Flug, der gar nicht stattfand. Oh, wir glauben, er hat stattgefunden. Die Verteidigung möchte die Airmen O'Malley und Rodriguez als Zeugen verhören. Die beiden gehörten zur Bodencrew auf Andrews am 7. September. Euer Ehren, die Männer stehen nicht auf der Liste. Es sind Entlastungszeugen, die aus besonderem Grund aufgerufen werden, um Zeugenaussagen aus der Beweisaufnahme zu widerlegen. Ich werde die Zeugen zulassen. Das ist ja lächerlich. Colonel, gerade eben noch... Checken Sie die Tower-Logs, du großer Gott! Wir werden sofort zu den Airmen kommen, Sir. Gerade noch sagten Sie, Sie hätten Lieutenant Kendrick befohlen, seinen Männern zu sagen, dass Santiago nicht angerührt werden darf. Das ist richtig. Und Lieutenant Kendrick war auch klar, was Sie wollten? Glasklar. Kann es sein, dass der Lieutenant Ihren Befehl ignoriert hat? Den Befehl ignoriert? Kann es sein, dass er ihn vielleicht vergessen hat? Nein. Kann es sein, Lieutenant Kendrick ging aus dem Büro und sagte sich, der Alte hat aber Unrecht? Nein. Und als Lieutenant Kendrick dann mit den Männern gesprochen hat und ihnen befohlen hat, Santiago nicht anzurühren, können die ihn ignoriert haben? Haben Sie je in der Infanterie gedient, Junge? Nein, Sir. Standen Sie je auf einem vorgezogenen Posten? Nein, Sir. Haben Sie je Ihr Leben einem anderen Mann anvertraut oder von ihm verlangt, dass er seins Ihnen anvertraut? Nein, Sir. Wir befolgen Befehle, Junge. Wir befolgen Befehle oder Menschen sterben. So einfach ist das. Ist Ihnen das klar? Ja, Sir. Ist Ihnen das klar? Glasklar. Colonel, ich habe nur noch eine Frage, bevor ich dann Airman O'Malley und Airman Rodriguez aufrufe. Falls Sie diesen Befehl gegeben haben, dass Santiago nicht angerührt werden soll und Ihre Befehle stets befolgt werden, warum sollte dann Santiago in Gefahr sein? Wieso sollte es dann nötig sein, ihn vom Stützpunkt zu verlegen? Santiago war ein unterdurchschnittlicher Marine. Er wurde verlegt. Das haben Sie vorhin nicht gesagt. Sie sagten doch, er sollte verlegt werden, weil er in ernster Gefahr ist. Das ist korrekt. Sie sagten, er war in Gefahr. Ich sagte, in ernster Gefahr. Und Sie sagten, weiß, was ich gesagt habe. Ich kann den Stenografen bitten, das vorzulesen. Ich weiß das ganz genau. Ich muss es mir nicht noch mal vorlesen lassen, als ob ich ein Kleiner... Warum diese zwei Befehle? Colonel? Hin und wieder nehmen die Männer die Dinge allein in die Hand. Nein, Sir. Sie haben festgestellt, dass Ihre Männer die Dinge nie selbst in die Hand nehmen. Sie befolgen Befehle oder Menschen sterben. Also hätte Santiago gar nicht in Gefahr sein dürfen, nicht wahr, Colonel? Rotziger kleiner Bastard. Euer Ehren, ich bitte um eine Vertagung. Ich hätte gern eine Antwort, Euer Ehren. Das Gericht wartet auf eine Antwort. Falls Lieutenant Kendrick den Befehl gegeben hat, dass Santiago nicht angerührt werden soll, warum sollte er dann noch verlegt werden? Colonel? Thank you.